die Schweiz gefahren, um Stefanie Kessel zu treffen. Sie ist 54 und wird morgen sterben. Ich habe schon mit ihr vorab mal sprechen dürfen und sie hat mir erzählt, dass sie nach langen Schmerzen vor nicht einmal 3 Wochen erfahren hat, dass sie Mundhöhlenkrebs hat, Stadium T4. Das heißt, nicht mehr zu operieren. Der Tumor ist schon mit dem Gewebe verwachsen. Und die einzige Option ist offenbar nur noch eine leidvolle Lebensverlängerung durch Therapien. Und dagegen wehrt sie sich und sagt, für mich ist das Leben an dieser Stelle dann auch vorbei. Ja, ich finde es ganz surreal, jemanden zu treffen, der weiß und von dem ich weiß, dass er die letzten Stunden seines Lebens erlebt. Und ich bin auch ganz gerührt und bewegt, dass Frau Kessel mir von dieser Zeit etwas schenkt, weil sie sich auch noch mal mitteilen möchte, weil sie gesagt hat, sie möchte gerne auch noch etwas zu ihrer Entscheidung sagen. Ich habe aber auch Angst, weil ich das noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen im unmittelbaren Angesicht seines Todes. Michael. Ich freue mich, dass ich Sie kennenlernen darf und gleichzeitig ist es so surreal, weil ich gerade auf die Uhr geschaut habe und gedacht habe, in 12 Stunden sind Sie schon nicht mehr hier. Ne? 9:30 Uhr, also sagen wir mal, wenn alles gut geht, noch um die Zeit bin ich gestorben, ja. Und das sagen Sie mit so einem Lächeln auf den Lippen und sind ein bisschen traurig bei dem Gedanken. Ich hatte jetzt eine ganze Menge Zeit, uns darauf einzustellen. Und es ist was, was von mir initiiert und gewollt ist. Also ich habe schwer abgebaut die letzten 14 Tage. Es ist so quälend und so... Also. Alles gut, ich bin frei. Ich möchte sterben. Es ist traurig, aber es ist dramatisch ist die Erkrankung und dramatisch ist, wenn man keine Hilfe kriegt. Ich habe den Wunsch geäußert und das Flehen nach Sterbehilfe, nach Freitodsbegleitung und darf das erhalten. Also ist nichts so real dran. Es ist alles ganz normal. Ich find Ihre Klarheit ganz beneidenswert. Trotzdem glaube ich, dass ganz viele Menschen das hören und sehen und verstört sind, dass sie ausgeschlagen haben, diesem Leben voller Energie noch ein paar Wochen, Monate oder Jahre abzutrotzen. Dann ist es länger, das Leben, und vor allen Dingen das Leiden ist länger. Ich habe dadurch keinen Funken Lebensqualität gewonnen. Wenn ich mir die letzten 3 Tage angucke und die letzten 24 Stunden, was ich Schmerzen habe, was ich Qualen habe, keine Minute, keine Stunde, ich muss es aushalten, die Minute, die Stunde. Unvorstellbar, nur zu sagen, ich möchte freiwillig eine Stunde länger als nötig so verbringen. Ich bin ja losgezogen, das ist eigentlich die ganze Idee, das Sterben zu lernen, weil auch für mich kommt es irgendwann. Und das geht auch so, ich glaube schon, ich bin mir sehr sicher sogar. Ich bin mir nicht sicher, dass am Ende nicht doch die Angst kommt. Also ich wüsste gar nicht, vor was ich Angst haben soll. Die Angst loslassen zu müssen, die Angst, ihren Mann zurücklassen also zu müssen? Also ich habe schon zurückgelassen und ich weiß, dass ich meinen Mann zurücklasse. Wir haben ja einen Abschied auf Raten gehabt, sukzessive. Ja. Wir sind ja Step by Step da reingewachsen. Was haben Sie sich für diesen letzten Abend vorgenommen? Ich, wenn ich mir das vorstelle. Schöne Frage. Nee, aber Sie sagen, Sie wissen, dass Sie sich wichtig sind. Und das ist doch heute ganz besonders wichtig. Ja, darauf muss ich auch nichts vornehmen. Ist ein ganz normaler Abend. Ja? Ja. Ist es ein normaler Abend, Herr Kessel? Ganz normal vielleicht nicht, aber wir haben uns nichts Besonderes vorgenommen. Und in diesem Moment im Sterben, was passiert dann? Glauben Sie, da kommt noch was? Da ist ein Jenseits? Ich bin der Ansicht, ja, der festen Überzeugung, es geht einfach weiter. Das heißt, die Seele
die in diesem Körper inkarniert hat. Die gab es vor meiner Inkarnation, vor meiner Fleischwerdung und die gibt es auch noch danach. In der Klarheit, in der das eben meine Frau formuliert hat, kann ich dem sehr viel abgewinnen. Mhm. Ja. Ob so sein wird, weiß ich nicht. Ich denke, wir werden auch weiterhin einen Draht zueinander haben. Und dann werden wir mal sehen. Auf eine Art, glaube ich, werde ich den Draht auch behalten, weil ich werde das nicht vergessen, dass wir uns heute hier getroffen haben. Bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank. Gerne. Und vielleicht sehen wir uns morgen nochmal. Gerne. Aber das entscheiden Sie. Vielen Dank fürs Gespräch. Preisig ist eine sehr erfahrene Freitodbegleiterin, die aus persönlicher Motivation heraus als Ärztin damit begonnen hat vor vielen Jahren. Und ich habe sie kennengelernt. 2015 war sie im Stern-TV-Studio und hat von ihrer Arbeit erzählt. Ich glaube, heute geht es gar nicht um Journalismus. Wir wollen hier heute nicht einen Suizid dokumentieren, sondern ich möchte eigentlich von den Menschen etwas lernen über die Entscheidung, souverän selbst das Leben zu beenden, wenn es für ihn gesundheitlich keine Perspektive mehr bietet. Wovon machen Sie Ihre Entscheidung abhängig, dass Sie nicht zu früh eingreifen? Also ganz, ganz wichtig ist, dass ich den Todeswunsch nachvollziehen kann. Und dass die Person urteilsfähig ist. Bei Frau Kessel, sie ist wirklich eine lebenssprühende Frau. Und wir haben das relativ häufig, insbesondere bei Krebsleiden, dass die Hülle außen noch so gut aussieht und drinnen ist alles schwer angegriffen, ja, Gesundheitszustand, außen nicht sichtbar schlecht, aber innen sehr sichtbar schlecht. Und bei ihr war die Situation mit T4 ja schon so, dass das ist unheilbar. Eine wirklich kurative Therapie gab es bei ihr nicht. Sie hat mir schon gezeigt beim Videocall, wie das alles schon hart und verwachsen ist und konnte den Mund nicht mehr öffnen. Aber wenn sie jetzt gekommen wäre und das Bild hätte nicht gestimmt mit dem, was ich beim Videocall gemeint habe zu sehen, wenn das sich nicht gedeckt hätte mit dem, was sie mir dann persönlich zeigt, wenn sie da ist, dann hätte ich sie wieder nach Hause geschickt. In den Niederlanden dürfen die Ärzte auch selber die Kanüle öffnen oder die Spritze geben, die zum Tode führt? Also ich stelle den Leuten gerne die Infusion zur Verfügung. 100%ige Sicherheit, dass es funktioniert, 100% schmerzfrei. Aber ich bin nicht bereit, einem anderen Menschen das Medikament zu spritzen. Das mache ich nicht. Ich will, dass der Patient die Verantwortung übernimmt für sein Leben und sein Sterben. Das verlange ich von ihm. Ich will das nicht. Ich lehne das total ab. Eigentlich habe ich erwartet heute, dass wir dorthin fahren, in die Sterbewohnung, uns im Nebenzimmer unsere Zeit nehmen und vielleicht sehen können, wenn der Bestatter kommt. Und dann kam alles ganz anders. Also eigentlich hat sie sogar gesagt, wir kommen zu ihr. Auf einmal kriegt ihr das eine erschreckende Selbstverständlichkeit, dass wir eingeladen waren zum Sterben. Ich habe gemeint, ihr seid angst und wir dürfen gerne kommen. Ah, da steht schon. Ich hatte in dem Moment nur Angst, Dinge falsch zu machen. Und eigentlich dachte ich, du kannst hier nur im Weg stehen, du kannst hier nur falsch sein. Und dann hat Frau Kessel eigentlich auch den Ton angegeben, wie eigentlich gestern auch schon, und packte die Kinderschokolade aus und hat denen zur Schokolade eingeladen.
Herzlichen Dank. Wir bleiben. Nach reiflicher Überlegung mache ich heute von meinem Recht auf eigenhändige Beendigung meines Lebens Gebrauch, da ich mein unerträgliches Leiden nicht mehr tragen mag. Diese Dokumente, das ist ganz wichtig, dass das direkt vor der Freitodbegleitung unterschrieben wird, dass man sagen kann, sie hat sich wirklich gleich vorher nochmal Gedanken gemacht. Ja. So, Frühstück noch. Das ist gut, das schmeckt. Das schmeckt und man soll sich Zeit nehmen für einen Moment noch, bevor man losfliegt. Das war fantastisch, das war auch absurd, aber wunderschön. Wir haben zusammen Schokolade gegessen und uns nochmal über das Leben und über das Sterben unterhalten. Ich frage mich immer wieder, was passiert, wenn jemand stirbt. Jetzt haben wir Kontakt und innerhalb von ganz weniger Zeit ist diese Energie, das Lachen und das Miteinander kommunizieren nicht mehr möglich. Aber ich bin überzeugt, dass irgendetwas an Energie bleibt. In der Physik, es wandelt sich nur. Ja. Aber natürlich kann auch sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Auch für Frau Kessel war das Sterben für Anfänger. Ein erstes Mal und ein letztes Mal gleichzeitig. Was ist das für mein Denken nachher, den abzuziehen, ist Blödsinn. Also zu sehen, wie sich die beiden voneinander verabschieden, Frau Kessel und ihr Mann, war so herzzerreißend. Weil es so zart und zurückhaltend und doch so innig war. Und es war einer der Momente, wo ich überlegt habe, ob ich hier gerade hingehöre und ob wir da dabei sein sollten. Aber es haben uns beide signalisiert, dass es völlig in Ordnung ist. Hier. Und dann sind wir da gemeinsam durch diese Situation durch. Also, sie haben mir geschrieben, in dem Flyer, man soll die Ruhe nicht verlieren. Also, Martin, ich mache jetzt morgen Gymnastik. Gut, dass ich so fit bin vom Spazieren. Wo machen wir das hin? Thank you.
passieren, wenn Sie die Infusion öffnen? Wenn ich die Infusion öffne, dann sterbe ich. Wie es meinem Wunsch entspricht. Sie ist unterwegs, ja.